Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Auch heute wieder eine Betonage, nämlich die Hutze von K22. Damit wäre in diesem Bereich auch alles komplett fertig. Vorher aber noch, bevor wir da reingehen, herzliches Dank an Wolfgang. Hat mich sehr gefreut und Walter freut sich noch mehr. Er dankt sehr herzlich für diese großzügige Unterstützung, auch allen anderen, die schon gespendet haben. Im Moment sind wir mit den Betonagen durch, mit allen Sachen, die man gerade betonieren kann. Das nächste, das ansteht, wäre K26, aber da braucht es noch einige Tage. Wochen wäre fast übertrieben. Also bis Ende Januar wird es wahrscheinlich nicht mehr klappen. Vielleicht wird es gerade fertig, aber man muss ja dann auch noch ein bisschen was vorbereiten. Aber Anfang Februar, Mitte Februar, schätze ich mal mit K26. Und an Nia, herzliches Dank, ein herzliches Dankeschön für die Skizze, die du auf Google Fotos abgelegt hast, zur Erklärung mit den Lagen bei der Kelchstütze, besonders bei den speziellen Kelchstützen ohne Hutze, K25 bis K27. Ja, und die K15-Hutze, schätze ich mal, wird jetzt bald angegangen werden. Vielleicht gibt es auch nur noch eine Schalung. Und die steckt ja jetzt in K22, kann also nächste Woche umgebaut werden. Und hier sehen wir auch noch was Neues. Ich habe es jetzt gelb ausgemalt. D15 in der Ecke, in der abgerundeten Ecke zwischen B4 und K27. Wir hatten da die Bewegung der Schalung gesehen. Da war ich mir aber noch nicht sicher. Aber heute Morgen, wir werden es gleich noch auf dem anderen Bild sehen, kann man sagen, da geht's ran. Und auch hier, gestern war es noch die halbe Fläche mit den Stützen für die Schalung dieses Oberlichtbereiches. Jetzt sieht es komplett ausgefüllt aus. Hoppla, und bei den nächsten Fotos oder Webcam-Bilder schauen wir uns auch nochmal den Flügel genauer an. Man kann hier schon erahnen, dass mehr Schalungen dran sind. Ist ja auch logisch. Auf dem anderen Bild sieht man es noch viel besser. Und zwar ist es das Bild von der Webcam, die hier angebracht ist und sich Düker nennt, denn die war früher schon mal hier und ich glaube, das ist jetzt ihr dritter Standort. Die hat also hier unter BA19 schon sehr lange fotografiert. Und zwar unter BA19 liegt BA20 und das ist der Nesenbach-Düker. Also wie ein Siphon, einmal nach unten, rüber und wieder hoch. Und dann wurde sie umgebaut auf diesen Standort. Hat BA21 komplett den Aushub, den Bau und jetzt auch noch den Flügelbau gefilmt und ich bin sicher, sie wird mit hierher umziehen. Dann können wir von da schön beobachten, wie der ganze Südeingangsbereich gebaut wird. Bei der Brücke hier können wir jetzt nichts Neues zeigen. Vielleicht wird es am Wochenende eingehängt. Sind es hier neue Stützen? Am Wochenende, weil dann ist nicht so viel Baustellenverkehr, denn da wird ja die Baulogistikstraße erstmal blockiert während der Maßnahme.
Die Webcam von der alten Bahndirektion zeigt uns hier schön die Betonage von der K22 Hutze. Und K26 die Baustahllagen. Sehr schön ist die Struktur zu erkennen. Hier liegt neues Material. Und wir gehen mal in diese Ecke, wie gerade erwähnt, D15 wird auch auf dieser Seite begonnen. Auch sage ich, weil auf der anderen Seite wird es ja mit B3 gleich mitgemacht, das Stückle zwischen B3 und R14. Auch hier sind wir neu im Baustahl seit gestern. Ja, ein bisschen weiter rechts schauen wir uns gleich das Ganze von der anderen Webcam an, denn da wird ja ein Ver- und Entsorgungsbauwerk, ich hätte es jetzt abgekürzt mit VEB, aber ich glaube, der Begriff ist schon benutzt. Schauen wir uns gleich an, aber erst noch die Schalungsfolie. Also, das haben wir gestern schon eingezeichnet, K22 Hutze ist erledigt. Dann habe ich hier eine Markierung gemacht und hier, hier wie gerade erwähnt, D15, die Schwindgasse in dem Außenbereich und das ist ja der Übergang von dem gekrümmten Seitenrand des Bahnhofstrogs auf die geraden Zulauftunnel. Deswegen muss in dieser Ecke noch einiges betoniert werden und es wird mit der ersten Schalung, die man hier für D15 anlegt, umgesetzt. Ja, und hier unten, danke für den Hinweis auf unseren Google-Alben. Da wurde dann nach R12 und der Deckenplatte auch noch die letzte Seitenwand, die Stütze der Deckenplatte betoniert und ich nehme es mal komplett hier in den Bereich. Alle anderen sind ja auch schon lange fertig. Also wirklich die letzte, die am Monatsbau angebracht werden musste. Und damit könnte man dieses Stück auch angehen, denn die beiden sind hier fertig, K25, R12. Und hier drüben, wobei natürlich hier auch noch Potenzial ist, R7, K15 sind auch schon lange gebaut und das wird hier aber was Größeres, weil es ja der Mitteleingang wird. Ja, und der Mitteleingang zum Schlossgarten, der braucht natürlich noch den R8. Bin ja gespannt, wie lange uns das ITS erhalten bleibt, denn das geht hier gerade so knapp auf, laut der Original-Schalungsfolie. Moment, ich blende die mal ein. Also, ich habe das ja hier nachgezeichnet und eigentlich nur abgeschätzt, wo das ITS steht. Könnte also sein, dass die Fundamente hier gut reinpassen und das Glasgitter dann nicht mehr drauf passt. Wobei, das können wir vielleicht auch später machen. Wäre ja schön, wenn das ITS noch ein bisschen länger als Ausblick vorhanden wäre. Also über den Bahnhofsinbetriebnahmetag hinaus, sodass man den Abbau der Gleise beobachten könnte. Und eventuell auch die ersten Bebauungen. Ja, wer da Infos hat, da freue ich mich natürlich über eure Kommentare und prinzipiell, wenn irgendwelche Fragen sind oder Ideen oder Ratschläge an mich, weil zum Beispiel das Versorgungsbauwerk, ob das jetzt wirklich so bezeichnet wird und auch
ja, wirklich die Funktion hat, um die Restaurants, die dann im Bonatzbau entstehen, dann als Lager, als Kellerräume zu dienen. Ich höre es immer nur aus zweiter Quelle, deswegen gerne in die Kommentare. Jetzt nochmal ein Blick auf die Betonage vom ITS. Da haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Aber das ist falsch. Hier habe ich vergessen, oh Mann, zu aktualisieren. Da ist ja noch die R12-Folie drin. Also, dann jetzt aber schnell, schnell, schnell aktualisieren. Das stimmt noch nicht ganz, da muss ich mir. Sodele. Also hier haben wir den Blick auf die Betonage. Hutze K22. Und jetzt springen wir auf die Webcam hier hinten. Jägerstraße 2, die uns den Bereich hier hinten zeigt und auch das Wartehäuschen und wie gesagt den Bereich, an dem wir täglich vorbeilaufen mit dem Versorgungsbauwerk. Also wenn es wirklich eins wird, dann schätze ich mal, müsste man bald ein Großbohrgerät sehen. Naja, wir beobachten es. Apropos Großbohrgerät, hier innen im Bonatzbau wurde auch eine Schicht eingebracht und der Kommentar, dass das fürs Großbohrgerät ist, das hört sich logisch an. Das werden wir dann auch bald erleben. Und jetzt noch der letzte Blick auf BA21 mit dem Flügel der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Wir sehen, weitere Schalungen sind dran. Das ist also auch kurz vor der Fertigstellung. Und damit bin ich auch fertig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!